Angela Merkel scheint in New York ganz zufrieden mit sich und dem, was sie im Gepäck hat. Das deutsche Klimapaket wurde pünktlich für ihren Auftritt beim kleinen UN-Klimagipfel fertig. Merkel betont, dass der Klimawandel eine globale Herausforderung sei. Diese Aufgabe stellt sich Deutschland mit seinen gerade am letzten Freitag beschlossenen Maßnahmen und dem, was wir bisher getan haben. Wir werden unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft und zu einem nachhaltigen Leben weltweit leisten. Das Problem des kleinen Klimagipfels, die Staatschefs der größten CO2-Verursacher wie USA, China oder Russland wollten gar nicht erst anreisen, obwohl der US-Präsident überraschend doch im Saal sitzt und hören konnte, wie Greta Thunberg den Staatschefs in New York Versagen vorwarf. For more than 30 years, the science has been crystal clear. Mehr als 30 Jahre waren die Zeichen für jeden sichtbar. Wie könnt ihr es wagen, weiterhin wegzuschauen, hierher zu kommen und weiter zu sagen, ihr würdet genug tun, obwohl die Politik und Lösungen, die nötig wären, immer noch nicht da sind. Genau hier, genau jetzt ziehen wir die Grenze. Die Welt wacht auf und es wird sich was ändern, ob euch das gefällt oder nicht. And change is coming, whether you like it or not. Auch die Grünen finden das deutsche Klimapaket, das die Kanzlerin in New York präsentiert, alles andere als vorbildlich. Die CO2-Bepreisung sei viel zu niedrig und starte viel zu spät. Sie wollen über den Bundesrat versuchen, das Klimapaket nachzubessern. Wir werden dafür kämpfen mit allem, was wir haben, dass die Wirksamkeit der CO2-Bepreisung ab 2020 einsetzt. Verbindliche Beschlüsse zum Klima sind aus New York nicht zu erwarten. Die kann es nur beim großen Klimagipfel Anfang Dezember in Chile geben.